Okay, mein Lieber. So, es geht praktisch nur um euch. Hier 9.11. Hallo Jonas, George, Sheila, Rebecca, alles super. Okay, vielen, vielen Dank. Jonas zum Beispiel, perfekt. Super, deine Aufgabe. Und für alle anderen, bitte alles mit der Ruhe hinnehmen, wenn du es nicht sofort schaffst. Du schaffst, wenn du es schaffst, schickst du mir ein Foto, was du gemacht hast, schau ich an. So wie bei Jonas, sei das da, hätte man das vielleicht so oder so machen sollen. Perfekt. Okay, Lieben. So, wir machen schön weiter. Und heute geht es hier nicht um schwere Massen zu heben und arbeiten, Hubkraft und nein. So, meine Lieben, es geht heute wirklich einfach leicht. Mach das schon leicht, ja? Ja? Ein leichter Ball, bam, so, ups, und wenn es runterfällt, kein Problem. Nehmen wir auf, freuen wir uns, dann können wir ein bisschen so hinbiegen, ja. Wir können so machen, ganz langsam, ja, deine Muskulatur ein bisschen so dehnen, ja. So. Also wir spielen mit den Zahlen, ja, und lass es genießen, ja. Es wird nichts was Neues. Ja? Wir versuchen einfach nur das Verstehen, oh, warum funktionieren Sachen so, wie sie funktionieren. Okay? So. Also, machst du dein Blatt Papier, Fach Mathematik, Familienname, Komma, Vorname, Strich, 9.11 oder anderen, die hier Gast sind, Datum, an dem du das hier bearbeitet hast, schreibst du dein Motto. Und das Thema ist heute Rechnen mit Klammern. Unser Handy stellt natürlich die Frage, warum ist das Leben mit Klammern leichter? Offensichtlich in bestimmten Situationen kann man das Leben mit Klammern leichter machen. Ja, dann schauen wir mal das mal an. So, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Zwei schöne Zahlen, ja? 14 und 12. Und wir möchten das multiplizieren. Ja? Das können wir. Ja? Wir können multiplizieren. Schreiben wir 14 hin. Und 12 werden wir das jetzt hier zusammen multiplizieren. Sprich, fangen wir hier an bei 2. Ja? 2 mal 4. 8, schreiben wir. 2 mal 1, 2. Super. Jetzt gehen wir eine Stelle weiter. Ja? Gehen wir 1. Ja? Und diejenigen, die dieses Video zum Beispiel in der Atemübertragung angeschaut haben, das haben wir schon wiederholt, ja? Diese geniale Idee von den arabischen Mathematikern mit der Dezimalzahl. Dass die zweite Stelle bedeutet, wow, diese 1 ist nicht 1, diese 1 ist 10. Oh, das ist cool, voll cool. Ja? So, jetzt nehmen wir mal die 1 und zu multiplizieren jetzt mit der 4. Aber hier steht 8. Nur 8. Und hier steht A, da steht 20. Okay, also 1 mal 4. Hier kommt. Ja? 1 mal 1. 1. So. A, 8, 6, 1. So, kommt ein Ergebnis hier raus. So, das kennen wir schon. Aber ja, ich habe das Gefühl, ja, ihr habt das Gefühl, oh, naja, okay, aber das ist so, ja, wie können wir das so machen, aber so wirklich, warum ist das so? Und jetzt schauen wir das mal. Nehmen wir wieder diese Zahl 12. Was heißt 12? Ja, 12 heißt,
ein 2 plus ein 10. Ja? Das war diese geniale Idee von dem arabischen, wie soll ich das nennen? Also, das musste eine faszinierende Zeit sein. Ich würde so gerne eine Zeitreise machen und da in diesen Euphrat und diesen, also in diesem Kulturgebiet, was, wie das da war vor 2000 Jahren und vor 3000 Jahren, wenn man es überlegt, die haben schon in dieser Zeit, kannten die schon die Batterie, die konnten eine Batterie machen, das was wir hier machen mit Zitronen und sowas, die konnten das, was wir nicht wissen, wofür die das benutzt haben, aber überlegt das mal, ja, okay, so. Für die Römer war es so, naja, wir müssen zwei Striche hier machen, ja, und dann brauchen wir irgendwie ein 10, ja, und dann so. Ne. So kurz. Ja, die Mathematiker sind nicht voll, sind clever. Ja, jetzt haben wir hier 12. Ja, jetzt haben wir hier 4 plus 10. Und jetzt wollen wir diese zwei Zahlen zusammen multiplizieren. Ja, haben wir dann Multiplikationszeichen. Und jetzt schreit schon Schäler, boah, 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 vorsichtig, Herr Perez, ja, vorsichtig, ja. Oh, Punkt vor Strich und dann, ja, genau, ja. Also wenn wir jetzt hier so machen, 10 plus 4 mal 10 plus 8, oh, da kommt was anderes raus. Also jetzt brauchen wir irgendeine, ah, da, okay. Becken, Mengen, ja. So, nicht, wir brauchen die Klammer. Ja, danke. Dann geht es, dann geht es, dann ist es genial. Und wir machen genau das gleiche wie vorher. Aber jetzt werden wir das sehen. Es ist wichtig, wie das schön sein. Schau mal. 2 mal 4. Ja, okay. Das ist 8. Plus 2 mal 10. Oh. 10 mal 4. 40. Ja, siehst du, jetzt ist es darunter, hier der 10, hier der 40, ja. Und 10 mal 10, 100. Boah. Schau mal. 8 plus. Was habe ich gemacht? Heute, ja, ach. 2 mal 10 ist nicht 10. 2 mal 10 ist dein Gedanke. Ja, okay. Seht ihr? Deshalb solltet ihr hier sein, ja? Damit ihr nicht mal so aufpasst. Danke. So, danke, Schäler. Danke. So, 20, ja? Das ist 60 plus 100. Ja, und jetzt rechnen wir es zusammen. 1, 68. Boah! Kommt das gleiche raus. Na, dann haben wir das wahrscheinlich gut gemacht. Ja, okay, super. Ja. So. Und jetzt passen wir auf. Jetzt können wir im Kopf, rechnen. So. Okay? Schauen wir das mal. Nehmen wir mal denn diese Zahl, 24 mal 12. 24 mal 12. Und das möchte ich jetzt ohne Tafel, ohne Kreide, ohne Papier, einfach nur so in meinem Kopf zusammenrechnen. Diese Methode im Kopf zu rechnen ist ein bisschen schwieriger. Aber jetzt schauen wir das mal. Was ich jetzt hier mache, in einem Kopf leiten. So, mit diesem. Also, ich mache die Augen zu. Mit 24 möchte ich mit 12 zusammenrechnen. So, also, ich nehme die 12, nehme ich auseinander. Hier bin ich die 2 plus 10. 2 plus 10. So, 24 ist, habe ich den 4 und den 20. Ja, also 2, 10, 4, 20. Boah, gut, dann fange ich hin an. Ja, 2, 4,
2, 4, 8. Gut. Schreibe ich wieder 8 hin. 2, 20. 22, 40. Oh, gut, 22. Ich habe 8, 40. Gut, so. Was war hier der nächste? Ja, da war der 10. Ja, auch, da bin ich wieder 10. 10, hier war der 4. Ja, 10 mal 4, 40. Okay, dann nehme ich die 40 hier darunter. Also, habe ich die 8, die 40, die 40. Und was bleibt hier noch übrig? Ja, da war noch den 10 und der 20. Einmal 20. Nein, 10, 20, 200. Ja, dann nehme ich wieder 200 hin. Dann habe ich wieder 200, die 40, die 40 und ein 8. Und so rechne ich zusammen. Das ist 280, 80. 288. Also wenn wir die Zahlen so auseinandernehmen und in Klammern setzen, ne, kann unser kleines Köpfleinchen so schön die Zahlen in Schubladen tun und es schön zusammenrechnen. Ja? Und glaubt ihr mir nicht? John Neumann, Neumann Janosch, ja, von Budapest, könnte deswegen die Computer entwerfen, weil er konnte mit Abacus rechnen. Weil mit Abacus kannst du auch multiplizieren. 12, 14. Multiplizierst du 2. Jonas, extra Aufgabe für dich. Wie multiplizierst du 2 solche Zahlen mit einem Abacus? Okay? Und für den Rest der Klasse. Rechnest du diese Rechnungen zusammen mit diesen drei Methoden? Fängst du mit Kopfrechnen, dann machst du mit Klammern und am Ende prüfst du dich mit deiner normalen Multiplikation. Ja? Also schön alle drei Sachen nebeneinander. Okay, Leute, und bis zum nächsten Mal.